Bei der Voruntersuchung werden Ihre Augen komplett augenärztlich untersucht und zusätzlich zu der augenärztlichen Untersuchung werden die Augen speziell für die Augenlaseroperation vermessen. Bei der Augenuntersuchung werden die Pupillen weitgestellt, es wird auch der Augendruck gemessen, es wird der Augenhintergrund angeschaut. Das heißt, wir stellen fest oder wir müssen feststellen, dass Sie ein gesundes Organ haben. Und erst wenn Sie ein gesundes Organ haben, dann geht man den Schritt weiter und plant eine Augenlaseroperation. Die Sicherheit bei diesen Eingriffen hat die oberste Priorität.